Vergangenes Jahr eröffnete nicht nur das Heilbronner Literaturhaus, auch das Hölderlin-Jahr mit dem 250. Geburtstag des in Laufen geborenen Dichters wurde gefeiert. Corona warf aber alle Planungen über den Haufen. Erst jetzt führt die Tagung zwei große Solitäre der Literaturgeschichte zusammen. Das Motto »Seid ein Gespräch, wir sind« entstammt einem Gedicht Hölderlins. Es geht um das in den Dialog treten, miteinander und mit Hölderlin. Ihm gegenüber steht Heinrich von Kleist, der durch sein Käthchen von Heilbronn die regionale Verbindung schafft. Was sie beide natürlich vereint, ist, dass sie eigentlich die großen Exzentriker der deutschen Literatur um 1800 sind. Also Hölderlin hat diesen Begriff mal, darauf gehe ich auch nochmal im Vortrag nachher ein, der exzentrischen Bahn geprägt, den der Mensch durchläuft, das Individuum durchläuft. Und es ist auffällig, dass dieser Begriff der exzentrischen Bahn dann eigentlich noch viel häufiger auf Kleist, der jetzt wirklich eigentlich tatsächlich noch exzentrischer gelebt hat, mit diesen extremen Wechseln, auch Ortswechseln. Beide waren um 1800 geschätzte, aber nicht in breiten Kreisen bekannte Dichter, aber eben auch Unverstandene der Literatur, zwei Genies und Sonderlinge. Der späte Hölderlin ist rasend unverständlich. Die Gedichte, so kann man grob sagen, ab 1800, 1802. Und Kleist, da habe ich es oft gar nicht verstanden, warum die Leute sagen, das ist ja wahnsinnig schwierig, weil ich diese rasende Prosa eigentlich immer auch mitreißend fand und immer gut reingekommen bin. Aber da habe ich oft auch mit Studenten die Erfahrung gemacht, dass sie gesagt haben, also diese Sätze müsste ich ihnen erst mal sozusagen richtig ordnen. Abschluss am Samstag wird eine öffentliche Lesung der Autorin Katrin Seglitz sein. Sie beschäftigte sich im Rahmen eines Literaturwettbewerbs mit dem bekannten Hölderlin-Wort aus der Hymne Patmos. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Ein Gedanke, der in der Corona-Ausnahmesituation neue Aktualität gewann. Ich glaube, das sind so die bekanntesten Zitate. Also wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Und dann war eben die Frage, wächst das Rettende auch? Und der PEN, der Deutsche PEN und die Akademie für das gesprochene Wort in Stuttgart haben diese Preisfrage gestellt und ausgeschrieben. Und ich habe mich daran beteiligt mit einer Geschichte, die ich erzähle aus der Sicht von Jakob Gontard. Jakob Gontard ist der Ehemann von Suzette. Und Suzette war die Diotima von Hölderlin, also Hölderlin und Suzette hat eine Liebe verbunden. Also er hat sie geliebt, sie hat ihn geliebt. Und das war natürlich, sage ich jetzt mal, für den Ehemann nicht ganz einfach. Das Heilbronner Literaturhaus als Gastgeber einer wissenschaftlichen Veranstaltung. Dr. Anton Knittel, Leiter des Literaturhauses. Hölderlin und Kleist, eigentlich hätte das ja auch die Eröffnungsveranstaltung in literarisch-wissenschaftlicher Sicht sein sollen. Jetzt ist es endlich soweit. Sind Sie erleichtert, dass Sie die beiden, wenn auch, was das Hölderlin-Jahr betrifft, mit einem Jahr Verzögerung, hier sozusagen zusammenbringen? Auf jeden Fall. Es war tatsächlich für den Sommer 2020 geplant. Ursprünglich sollte das Literaturhaus früher eröffnet werden. Dann hatten wir es verschoben auf Oktober 2020 und dann kam eben Corona und dann war zunächst mal gar nichts mehr möglich. Jetzt endlich kann es stattfinden, ganz toll. Ich bin froh, dass so viele trotz schwieriger Anreise teilweise und auch trotz Semesterbeginn und sonstigen Verpflichtungen den Weg hierher finden und gefunden haben. Also das freut mich unheimlich und ja, es ist einfach eine schöne Tagung mit zwei großen Unverstandenen und Exzentrikern der Literaturgeschichte, die beide schon auch für unsere heutige Zeit noch viel zu sagen haben. Was war für Sie der Anlass, die beiden zum Thema zu wählen? Es gibt ja so den Anknüpfungspunkt Laufen als Geburtsort von Hölderlin. Kleist ist mit seinem Käthchen von Heilbronn, auch wenn er aus Frankfurt an der Oder ursprünglich kommt, natürlich hier auch ein Begriff. War es das oder ging das da auch schon tiefer, die Überlegungen? Es war zunächst ganz, ganz klar diese Verbindung. Das Kleist-Archiv Sempner gehört zum Literaturhaus dazu und dann natürlich das Hölderlin-Jahr 2020 und eben auch diese beiden Außenstehenden der Literatur, die Avantgardisten waren und jetzt selber auch für viele Autorinnen und Autoren zum Klassiker und zum Vorbild geworden sind. Also das war es auf jeden Fall. Und dann eben auch so ein bisschen der Versuch, die heutige Zeit zu reflektieren durch Werke dieser 200 Jahre zurückliegenden Texte. Das Hölderlin-Jahr ist ja unter Corona ein bisschen zu kurz gekommen, auch die Eröffnung des Hölderlin-Museums in Laufen. Ist es dann so ein bisschen der Beitrag des Literaturhauses Heilbronn, dieses Festjahr eigentlich noch so ein bisschen nachzuholen?
Ja, so kann man es sehen. Andererseits ist es natürlich so, auch die Tagungsergebnisse werden publiziert werden. Und dann bleibt auf jeden Fall auch noch, was auch die Wissenschaftler stiften und nicht nur die Dichter. Also die Wissenschaft wird auf alle Fälle auf diese Veranstaltung schauen, spätestens wenn sie am Samstag endet, all die Ergebnisse publiziert werden. Dankeschön, viel Erfolg noch beim Tagen, Dr. Anton Knittel, Leiter des Literaturhauses. Ja, vielen Dank.